Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und herzlich willkommen zum heutigen Part. Ja. Heute ist endlich der Bus hier von den ewig Blauküsten drin. Mit 7, wollen die es vergessen? Was? Nein, die kommen jetzt noch. Der topische Terror. Ja, schließ den Abschnitt ab. Und natürlich hier keinen Schaden wahrscheinlich, irgendeine bestimmte Zeit, etc., etc. Und irgendwas, auf das man niemals kommen würde beim ersten Mal. Man kennt es ja. Lecker. Komm her. So, was kriege ich denn überhaupt zur Verfügung? Wenn das Wispy Woods ist in der Tropenversion, dann würde ich sagen Chakrams. Das klingt für mich am logischsten, was denn die Nebenaufgabe sein könnte. Es sieht mir nach einer Wispy Woods Version aus im Tropen. Feuer! Tropic Woods! Die Dinge explodieren, oder? Aua. Das Schöne ist, ich kann die Dinger in ihm drin halten. Und die machen dann durchgehend Schaden. Aua. Das tut doch weh. Lass das, Wispy. Nein. Nein, nicht auf mich pusten. So. Nebenaufgabe ist bitte was? Da drüber springen. Okay. Ist hinter das Gitter schaffen? Nein. Ich fliege. Eventuell die Dinge abbauen? Ja, die Wurzeln zerstören ist schon mal eine Aufgabe. Ich muss nicht mal alle zerstören. Es reicht, wenn ich offenbar eine kaputt mache. Das. Ich versuche mal alle kaputt zu machen, nach Möglichkeit. Ich habe nur eine Heilung. Nein, ich habe eins nicht kaputt bekommen. So, Wispy wurde besiegt, aber was sind die ganzen Nebenaufgaben? Also eine habe ich ja schon rausgefunden. Und eine ist 100 Pro mit einer bestimmten Fähigkeit, den besiegen. Oh, was kriege ich? Edler Entdecker. Ein besser Entdecker. Easy. Besiegen den Boss ohne Spezialpower einzusetzen. Okay, ich muss ihn komplett ohne alles besiegen. Die ganze Folge wird nur aus Woods bestehen. Ich kann mir noch vorstellen, dass eine Nebenaufgabe ist, alle Dinge kaputt zu kriegen. Ich muss eh zum Dorf zurück, also kann ich mir auch den Entdecker holen. Aber nicht nutzen beim Bosskampf.
Ja, die Entdecker-Blaupause wurde abgegeben, ist ja klar. Sonst irgendwas Neues? Der Waddle-Deagle hat es in der Stadt. Oh, da kann ich fehlende Blaupausen bei ihm entdecken. Also er sagt mir, wo ich sie finden kann. Dann erzähl mal. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über dieses mysteriöse Buch hier gestolpert. Okay. Unentdeckte Blaupausen in dem Buch gespeichert. Entschuldigung, Leute, bei mir ist gerade die Elgato kurz abgekackt, deswegen gab es einen kleinen Hänger. Die ist bisher keine einzige Blaupause in Gang. Okay. Da hat sich einer Mühe gemacht, die Dinger zu verkloppen, diese Hühnchen. Vulkanfeuer ist am meisten angesagt. Ist klar, dass die Maxi-Tomate das beliebteste Item ist. Warum wohl auch das Ding halt voll? Also kauft logischerweise nur jeder das Ding. Was, wofür gibt es noch so Infos? Man kann ihn innerhalb von 5 Sekunden mit ohne eine Power besiegen. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal den Mega-Entdecker hier. Wir haben die Blaupause ja schon. Jetzt ist übrigens die Frage, finden die einfach nur die Vulkanfeuer-Power cool oder gibt es einfach keine weitere Aufbesserung? So, das Entwickeln ist ja easy. Was macht die aufgebesserte Version? Multi-Target oder irgendwas in der Art? Oh, ich habe jetzt 2 Knarren. Und bin wie ein eitler V. Ich schieße jetzt schneller und mehrfach. Und kann eskalieren. Und wollte die umbringen. Okay, der Entdecker ist krass. So, und jetzt muss ich mich noch ein paar Mal mit Woods prügeln, ne? Vorher, wie heißt die nächste Ebene? Die halbe Folge, beziehungsweise die ganze wird wahrscheinlich nur aus Woods bestehen. Oh, ein Freizeitpark als nächstes. Das sind doch keine Ruinen, das ist ein Freizeitpark. Und die Special-Dinger sind doch 100 pro in den ganzen Pools da, links und rechts. So, ohne Spezialpower den in 6 Sekunden. Da hat wahrscheinlich irgendwer eigentlich einfach einen Cheat benutzt, wodurch der Insta-tot war. So, ich hab's endlich geschafft. Ich hab Weasley mit seinen eigenen Waffen verprügelt. Aber bisher nicht die anderen Aufgaben rausgefunden. So, wieder dieselbe Blaupause. Ohne Spezialpower. Was ist die zweite Aufgabe? Irgendeine bestimmte Zeit. 100 pro. Was ich mir auch vorstellen könnte, eventuell mit dem Igel das Tor von dem hoch. Oder ihn im Brand stecken. Bei übers Tor, das habe ich schon ausprobiert. Ich versuche ihn jetzt einfach mal innerhalb von 2 Minuten tot zu kriegen. Ich will zumindest wissen, was die ganzen Aufgaben sind. So, mit dem Igel habe ich ihn jetzt mal so richtig gut verprügelt. Ich habe über ein Amiibo übrigens gerade einfach mal eben kurz ein Nebenitem gegönnt. Ich hoffe, das waren 2 Minuten. Ja, das waren 2 Minuten. Ich bin einfach in ihm die ganze Zeit rumgesprungen mit dem Igel. Das hat super funktioniert. So, was ist die letzte Aufgabe? Ohne Schaden zu erleiden, das mache ich auch screen. Mich hat einmal eine Wurzel beim Igel erwischt. Ansonsten hätte ich das gerade fast geschafft. Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch super stark zusammengekartet. Wie gesagt, den letzten Waddle Dee dort hole ich offscreen. Ich gehe einmal kurz zur Waddle Dee Stadt zurück, weil ich mir eine neue Maxi-Tomate holen will. Außerdem muss ich den Igel noch wegwerfen.
So. Ich brauche davon eine neue. Ich bin auch ein paar Mal bei dem gestorben. Um ehrlich zu sein. Oh, eine besondere Figur. Und was für eine? Oh. Eine Waddle-Dee-Service-Kraft. Guck mal, da hat sich der ganze Schmarrn noch gelohnt. So, und jetzt gibt es natürlich noch hier eine Rundumersuchung um das Teil herum. Ich werde wahrscheinlich das nächste Level erst nächste Folge anfangen. Also, dass bei diesem Puls irgendwas ist, das ist klar. Bei dem einen oder anderen. Warum wird es hier so dunkel? Ich untersuche erst die Puls. Da war nämlich zum Beispiel wieder was. Okay, hier ist nix. Und hier ist noch eine Herausforderung, die ich natürlich gleich machen werde. Die kann ich ruhig heute noch machen. Rohrstopfer. Das heißt, ich muss rollen. Und was ist das hier für eine Herausforderung? Ringstopfer. Okay, ansonsten habe ich hier jetzt nur Geld gefunden. Diese ganz großen Dinge, da sind hundertprozentig nur die Level. Na dann, erst der Ring. Pust nur eine Pause. Okay. Ich muss ohne Pause pusten. Das kriege ich hin. Wird es das erste Mal sein? Nein. Ich bin versunken. Das ist schon ein Kriterium für... Nein, du hast es nicht geschafft. Ich will es onscreen mal versuchen. Beim ersten Versuch. Und das war nicht erträglich dafür. So, instant versuchen, am besten einfach auf den rechten zielen. Ne? Weiter. Mann, ihr blöden Viecher, ich will schießen. Haut ab. Weiter geht's. Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Das ist ein Notfall. War das eine Minute? Das war eine Minute. Ich habe mal was onscreen geschafft. First try. Sage ich jetzt mal ganz frech hier. So, und die Rohrstopper-Herausforderung. Da muss ich doch eigentlich einfach nur durchrollen, oder nicht? Heulen und springen. Ich muss nur springen. Was anderes muss ich nicht. Darf ich die Bomben berühren? Ernst gemeinte Frage? Ich muss sie sogar berühren. Ich darf nur keine Fehler machen. Das sollte ich easy sogar first try hinbekommen. Ich werde nicht mal angehalten, wenn ich hier in die Stacheln rolle. Ich werde nur angehalten, wenn ich runterfalle. Okay.
Wir tun so, als wäre das der erste Versuch. Weil ich hätte es in der Theorie eigentlich auch so noch schaffen können. Ich finde es schön, dass die danach immer platt wie eine Flunder sind, wenn ich sie überfahren habe. Ich muss hier die A-Taste spammen. Hui. So, ist das jetzt ganz knapp? Ich hätte das wahrscheinlich auch so noch schaffen können. Also wir behandeln das mal als First Try. Ja, Leute, war noch eine gelungene Folge. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.